Hallöchen, Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Safe Game Video. Und zwar ist das schon Folge 14 an dieser Stelle. Herzlichen Dank an Marcel, der mir seinen Spielstand zukommen lassen hat. Heute geht es natürlich um seine Karriere hier. Aktuell ist er beim AC Florenz, aber er ist schon ein bisschen rumgekommen. Und das werden wir uns jetzt auf jeden Fall in diesem Video erstmal anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt gehen wir rein in diese Folge hier. Wir starten natürlich wie immer bei der Karriere von Marcel. Angefangen bei Leicester City. Von 22 bis 27 war er dort. 9.11.27, also etwas über 5 Jahre. 323 Spiele dort gemacht, 198 Siege eingefahren, 53 Unentschieden, 72 Niederlagen, fast 700 Tore erzielt. 332 Gegentore bekommen. Und parallel hat er auch noch die belgische Nationalmannschaft gemanagt. 74 Spiele, 43 Siege, das ist gar nicht so schlecht. 18 Unentschieden, 13 Niederlagen, nur 13 Niederlagen, ist ganz gut. 141 Tore gemacht und 61 bekommen. Dort war er auch, ja, knappe 5 Jahre. Dann ging es 2027 im Dezember, ging es nach Dynamo Dresden. Dort war er unglaubliche fast 13 Jahre. 13 Jahre. Von 27 bis 2040. Das ist ja echt Wahnsinn, ne? 686 Spiele dort absolviert, 464 Siege eingefahren, 86 Unentschieden, 136 Niederlagen, 1559 Tore erzielt. Boah, 671 Gegentore. Ja, sehr krass. Sehr krasse Station hier auf jeden Fall. So, dann hat er zwischendurch hier am 2.5.28 bis 2.10. hat er Kroatien übernommen. Dort in 12 Spielen 6 Siege geholt, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 14 Tore, 14 Gegentore. Und von 32 oder ja, gut einen Monat, vom 4.5. bis 13.6.32 hat er die Niederländer übernommen. Dort hat er aber nur 3 Spiele gemacht. So, dann am 4.8.32 Bermudas übernommen. Bis heute ist er dort. Auch schon Wahnsinn, ne? Ja, 13 Jahre, 148 Spiele, 90 Siege geholt, 20 Unentschieden, 38 Niederlagen, 272 Tore, 152 Gegentore. Aber Bermudas ist sehr interessant. Da werden wir hier auch auf jeden Fall mal switchen und uns die Mannschaft da mal anschauen, was er da so gemacht hat in den ganzen Jahren, ne? 13 Jahre ist er schon. Schon eine ordentliche Zeit, ne? Wo man schon ein bisschen was aufbauen kann. So, vom Dynamo Dresden, sage ich mal, ja, ging er dann am 1.7.2040 weiter zu Schalke. Dort war er etwas über 2 Jahre. 110 Spiele, 110 Spiele, 69 Siege, 16 Unentschieden, 25 Niederlagen, 221 Tore gemacht, 100 bekommen. Wie gesagt, etwas über 2 Jahre. Dann ging es weiter zu Hertha BSC Berlin vom 17.11.42 bis 5.04.43. Dort hat er 23 Spiele nur absolviert, 11 Siege geholt, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, 37 Tore, 33 Gegentore. Ja, war eine sehr kurze Station, sage ich mal. Ja, circa 6 Monate, ne? Bis es dann am 12.10. Ja, da war er ein bisschen arbeitslos, ne? Ein paar Monate. Wie man das hier sehen kann, von April bis Oktober. Und seit dem 12.10.43 ist er beim AC Florenz, wo er ja heute auch noch ist. Bisher 99 Spiele, 67 Siege, 13 Unentschieden, 19 Niederlagen, 226 Tore. Das ist ordentlich. 99 Gegentore, also kann man sagen, pro Spiel ein Treffer. Sieht auf jeden Fall, die Karriere sieht sehr, sehr nice aus. Und einfach mal 23 Jahre schon gespielt. Ist schon stark auf jeden Fall. Und wie man hier direkt sehen kann, ist das Budget ist ganz ordentlich aufgebaut hier, muss man sagen. Alles im Plus. Taktikbereich sieht ganz gut aus. Die letzten Spiele gesiegt. Da hat er eine Niederlage gegen Juve, gesiegt gegen Rom. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? In der Tabelle steht er aktuell auf Platz 3 mit 84 Punkten. Die Saison ist auch vorbei. Hat er sich doch hier gut geschlagen, ne? 91 Tore, 41 Gegentore. Ist doch gar nicht mal so schlecht hinter Mailand und Juve.
Was sagen die Titelgewinne? Da gucken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Auf die Mannschaft gucken wir natürlich auch gleich nochmal drauf. Aber erstmal auf seine Karrieretitel hier natürlich. Das ist interessant, ne? Er hat viermal mit Dresden die Meisterschaft geholt. 36 bis 39, also 4 Jahre hintereinander mit Dresden die Schale geholt. Pokal dreimal, 36, 38 und 40. Auch die Champions League hat er mit Dresden gewonnen. Nicht schlecht, ey. 2038. Und die Club-WM, UEFA Supercup, DFL Supercup. Also eigentlich hat er alles mit Dresden gewonnen, ne? Also sehr stark. Er hat auch nur Titel mit Dresden geholt, wenn ich das hier sehe. War auch dann ein paar Mal natürlich Manager des Monats. Mit seiner Nationalmannschaft hat er noch keine Titel gewonnen. Aber ja, deswegen konnte ich auch verstehen, Marcel, dass du auf die Dresden-Karriere wieder so ein bisschen zurückblickst. Also sehr starke Jahre hattest du hier, ne? Also wirklich nice, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Mannschaft da aussieht. Können wir ja mal ganz kurz hier reinschauen. Dynamo Dresden. Team, boah, Team ist natürlich richtig stark, ne? Was haben die denn für eine Mannschaftsstärke hier? 958. Da hast du aber was Ordentliches hinterlassen hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Spieler noch da sind, die du hierher geholt hast. Aber, boah, das ist schon richtig stark, ne? Ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, ne? Marcel, da wieder zurückzugehen, definitiv. So, dann werden wir natürlich nochmal kurz die Mannschaft an sich hier anschauen bei Florenz. Ja, ist so eine gute Mischung, sage ich mal. Ich sehe hier ein paar 30-Jährige, über 30-Jährige, aber auch junge Leute hier drin. Ah, ich denke mal, wir werden das einfach mal so durchgehen hier, ne? Diallo, Dina, Demirtas, die sehen auf jeden Fall von der Stärke her sehr gut aus. Das System finde ich auch gut. 4-2-3-1. Ich meine, ich glaube, das ist hier einfach nur voreingestellt, ne? Weiß jetzt nicht, ob du dieses System auch spielst, aber so wie ich das hier sehe, mit links außen, rechts außen, ist das auch so, glaube ich, ausgelegt, ne? So, was haben wir hier noch? Alan Tobi, 24 Jahre alt, Engländer, kam von Manchester City. Ablösefrei, nicht schlecht. 81 ist auf jeden Fall top. Ja, dann haben wir hier noch einen 32-Jährigen. Francesco Acerbi oder Acerbi. 32, Spielmacher. Ja, nicht schlecht. Also die Mannschaft sieht auf jeden Fall gut aus. Hast gute Ergänzungsspieler hier auch. Man sieht hier schon das Stammpersonal sozusagen auch, ne? Ich denke, das war eine ordentliche Saison hier, ne? Kann man schon so sagen, ne? Können wir kurz hier nochmal drauf gehen. So, bisherige Saison 3. Form 4. Finanzstatus ist top, habe ich auch gesagt. Nationales und internationales Prestige, 15-14, ist ja auch schon ganz okay, ne? Oder ist ganz okay. Durchschnittsalter 27,6, geht eigentlich auch noch, ne? So, Transfers. Und hier kann man sehen, sind wirklich einige Spieler auch gekommen, ne? Musil, Demirtas, Dina, Tobi, Town, Bruschi. Aber auch einige Abgänge hier gehabt. Also ein bisschen Kohle gescheffelt auf jeden Fall, ne? Ja, schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also Kader, wie gesagt, ist top. Achso, auf die zweite wollte ich nochmal kurz gucken hier. Aber die sieht auch ganz gut aus, ne? Da könnte man natürlich noch ein bisschen mehr draus machen, sag ich mal, ne? Da können wir mal kurz nochmal reingehen hier. Zweite. Die zweite ist in Ordnung auf jeden Fall, ne? Da sind ein paar gute Talente dabei hier. Der Stürmer, der Torhüter. Innenverteidigung ist ganz gut, ne? Rechtsverteidigung hat er auch was, zentral hat er auch was. Also das ist ganz ordentlich. Ne? Ich weiß nicht, ob du auch die Trainingsziele einstellst, Marcel, rate ich dir auf jeden Fall. Und in der Jugend, da kann man auf jeden Fall viel mehr draus machen. Ne? Als allererstes würde ich erstmal diese Talente hier mit nur einem Stern und anderthalb Sterne, die würde ich erstmal raus, also nach Hause schicken, rauslöschen. Ab 2 Sterne kann man die schon mal drin lassen, da findet dann auch noch eine Entwicklung statt. Und dann würde ich hier auf jeden Fall in der Jugendarbeit, wenn du vorhast, natürlich bei Florenz zu bleiben, ansonsten macht das ja nicht wirklich Sinn. Aber dann würde ich hier auf jeden Fall in der Jugend was machen. Ja, ansonsten gefällt mir das alles sehr, sehr gut hier. Irgendwo konnte man noch sehen, Historie. Ah, da konnte man sehen, genau. Platz 8, Platz 5, Platz 5. Ja, Florenz nicht so wirklich was gerissen in den letzten Jahren, ne? In den letzten Jahrzehnten. Also da bin ich mal gespannt, ob Marcel auf jeden Fall hier bleibt oder ob er den Verein wechseln wird. Wer ist denn hier so? Ist überhaupt jemand interessiert? Man hat keinerlei Interesse. Aktuell sieht das nicht so aus, ne? Du hast jetzt noch bis 46 Vertrag, also ja, ein Jahr, ne? Würde ich das Jahr vielleicht noch mitnehmen und dann eine ordentliche Mannschaft, einen ordentlichen Kader hier hinterlassen. Und dann ist gut, ne? Dann gehst du woanders hin. Auf jeden Fall sehr interessante Karriere, muss ich sagen. Dresden richtig top, also schön bei vielen Stationen schon gewesen. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Nationalmannschaft hier ein. Das interessiert mich auf jeden Fall auch.
Und das habe ich auch erwartet. Ne? Also ist schon sehr stark hier. Ne? Also ich habe es jetzt erwartet, weil er einfach schon ein paar Jahre hier auch die Nationalmannschaft managt. Dass hier auch wirklich ein paar Talente mit eingebaut wurden. Und wie man das hier sehen kann, ist das auf jeden Fall gelungen. Ne? Ja, sehr stark, auch ein richtig starker Torhüter hier. Innenverteidiger, hier ein 91er. Ne? Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Sehr gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Marcel hält mich da immer auf dem Laufenden. Und ich freue mich, da weiterhin was von zu hören, von dieser Karriere hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schickt mir gerne auch euren Spielstand, wenn ihr Bock habt. Kontaktiert mich dafür einfach bei Facebook oder bei Instagram oder schreibt es hier in die Kommentare. Ist gar kein Problem, dann können wir hier connecten. Und dann könnt ihr mir gerne euren Spielstand zukommen lassen. Und ich stelle ihn dann auch hier auf meinem Kanal vor. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao.